Gerhard Blaboll begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendung mit Künstlern auf Du und Du. Gespräche unter Künstlerkollegen mit Schriftstellern, Regisseuren, Musikern, Bildhauern, Kabarettisten, Komponisten, Dirigenten, Schauspielern, Malern und Karikaturisten. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir haben heute einen echten Kieberer bei uns. Aber Sie werden gleich draufkommen, der Kieberer ist eigentlich nur ein Ehrenkieberer, also ein Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei. In Wirklichkeit ist er ein unheimlich reicher, talentierter junger Mann. Junger Mann kann ich sagen, weil er reich an Talenten. Der Max Müller. Servus, Max. Hallo, lieber Christi. Ja, wer mit dem Namen Max Müller nichts anfangen kann, kennt natürlich die Rosenheim-Cops und kennt dort den... Was bist du jetzt dort? Oberwachtmeister oder was? Alles falsch. Alles falsch. Polizeihauptmeister ist er. Ja, yes, das Polizeihauptmeister. Polizeihauptmeister. Den Michi Mohr. Jetzt kann ich mir vorstellen, jeder, der die irgendwie interviewt oder der die was fragt, fragt die natürlich nach die Rosenheim-Cops. Das muss ich jetzt natürlich auch machen, weil ich ja möchte, dass dich das Publikum optisch einordnen kann und dann werden sie sich wundern, was du sonst noch alles machst. Sag einmal, wird es nicht fad, da jetzt 20 Jahre oder 23 Jahre oder so dieselbe Rolle zu spielen? Nein, es ist ja so, ich rede schon wie Michi Mohr, es ist ja so. wenn man sich entscheidet, als Schauspieler Serie zu spielen, dann kann man ja, oder man sollte davon ausgehen, dass es ja unter Umständen auch ein Erfolg werden könnte. So. Und wenn man das jetzt nur nimmt, quasi als Sprungbrett oder Startrampe für irgendetwas Besseres als Serie, dann finde ich, soll man das nicht unbedingt machen. Und ich bin jetzt wirklich ein Typ, erstens, ich bin gut im Ensemble, also gut, ich war ja doch relativ lange in der Josefstadt und so, und das bedeutet mir auch viel, wenn man in einem guten Ensemble aufgehoben ist und da so seine Rolle oder einfach seine Position hat innerhalb von einem Ensemble. Und das ist natürlich bei Serie natürlich durchaus gegeben, nur dass das tatsächlich 23 Jahre werden mittlerweile. Das haben wir alle nicht gedacht. Nur, es macht mir tatsächlich noch immer Freude, nicht nur Spaß. Manchmal macht es auch Spaß. Aber ich finde, das sollte man schon differenzieren. Einer der Gründe ist sicherlich, also erstens einmal ist es eine Rolle, die mir liegt, eine Rolle, die ich sehr liebe. Und es ist ja durchaus spannend, wie ich angefangen habe, war ich 35. Jetzt bin ich mittlerweile 57. Noch. Und allein am 10. März oder irgendwas, nicht? 12. Ja, fast, ja. Gut, Herr Blaboll. Nein, und das ist natürlich auch rein vom Älterwerden ist das ja ein durchaus spannender Prozess. Und in diesen 23 Jahren ist ja, weiß Gott, viel passiert. Und ich bin einfach neugierig, ob es weitergeht und wenn es weitergeht, wie es weitergeht. Na, du bist ja mittlerweile das Gesicht eigentlich der Rosenheim-Cops geworden, weil viele Kollegen sind ja nicht mehr dabei, teilweise weil sie nicht mehr auf dieser Welt ermitteln dürfen, teilweise weil sie in anderen Serien oder Filmen ermitteln, und geblieben vom Anfang an ist eigentlich nur die Frau Hofer und die Frau Stockel in der Rolle, oder? Richtig, genau. Also wir drei, die Karin, die Marisa und ich, wir sind quasi von der ersten Folge weg dabei. Und also ich muss mal was sagen, auch der Igor Jeftitsch, der den Kommissar Hansen spielt, und der Alexander Duda und so, die sind ja auch schon sehr lange dabei. Also das ist ja in normalen Serienzeiten gerechnet, ist ja das auch schon viel. Und ja, deswegen glaubt ja beim Igor Jeftitsch auch niemand, dass er mit den bayerischen Ausdrücken immer noch nicht klarkommt und dass du ihm das dann immer erklären musst. Ja, das muss schon sein. man lernt ja wirklich auch als Österreicher, wo man sagt, na gut, das ist dem Oberbayerischen doch relativ nahe, oder auch nicht nur Oberbayerischen, im Niederbayerischen, durchaus verwandter als, sage ich mal, irgendein Hanseat. Aber man kommt wirklich immer wieder auf Sachen drauf, das glaubst nicht. Also wenn man in Bayern zum Beispiel sagt, der bayerische Ausdruck für Eierschwammerl ist Rehal. So, jetzt habe ich zuerst gedacht, halt quasi so
braun, ja, vielleicht wie das Reh oder so wie ein junges Reh. Stimmt, es kommt tatsächlich vom Röhrling. Und da gibt es natürlich die berühmten Fleischpflanzerl, sagen die meisten Leute, ist aber falsch. Das heißt eigentlich die Fleischpfanzerl, wenn es nicht von der Pflanze kommt, sondern von der Pfanne. Auch interessant, das sind unsere faschierten Laberl. Und also das Faschiert, das versteht in Bayern kein Mensch. Oder ganz eine meiner ersten Szenen, da hat er mich immer was gefunden in einer, ich habe gesagt, schaut's her, es ging um eine Armbrust, fast wie im Tell. Das war so, ja, diese Armbrust, die haben wir jetzt gefunden in einer Mistkibbe. Und ich sag, Mistkibbel, also es gibt ja kaum ein Wort, was bayerischer klingt als Mistkibbel. Ne? Und 40 Augenpaare haben mich dann angeschaut und gesagt, bitte, wo hast du das gefunden? Entschuldigung, Mistkibbel, was soll das sein? Naja, da wo man halt den Mist reinschmeißt, das ist also, ach so. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt irgend ganz was Blumiges, Bayerisches. Es kam aber das Wort, ach so, in einen Abfalleimer. Ich so, also ihr wirklich bayerisch zeichnet sich ja wirklich aus durch entzückend blumenhafte Ausdrücke. Und dann kommt Abfalleimer. Wie gesagt, also wirklich, das geht ja gar nicht. Jetzt zum Beispiel, wenn man auf Bayerisch sagt, ich sammle ja so nette Ausdrücke. Er sagt, bitte, jetzt ist Schluss mit lustig, quasi, ja. Sagen die Bayern, jetzt hat der Spaß ein Loch. Für die Große, jetzt hat der Spaß ein Loch. Oder wenn man sagt, jetzt ist alles erledigt, ja, jetzt haben wir das unter der Hand fach, dann sagen sie, jetzt ist der Kass bissen. Ja, genau. oder wenn man sagt, und jetzt ist aber Schluss, dann sagt man, aus Äpfel Amen. Warum? Weil die Äpfel waren einfach, sind eigentlich das Letzte, was geerntet wird. Also aus Äpfel sind geerntet, Amen, Erntedank, sozusagen. Du bist ja sprachlich sehr breit aufgestellt. Woher hast du das? Hast du das immer schon gehabt oder hast du dich für Sprachen interessiert als Jugendlicher? Ja, ich habe mich immer für Sprachen interessiert, aber noch viel mehr eigentlich für Dialekte und Akzente. Das hat mich auch immer sehr interessiert. Und mir hat vor allem interessiert, und das ist natürlich eine Schauspielerkrankheit, wie sagen verschiedene Menschen oder verschiedene Schauspieler sagen den gleichen Inhalt. Also ich habe eine große Schallplattensammlung und das hat angefangen, da war ich 3 Jahre alt, dann habe ich natürlich viele Märchenplatten bekommen. Und ich habe, was weiß ich, zum Beispiel 5, 6 verschiedene Versionen, Aufzeichnungen von Der Wolf und die 7 Geißlein. Das ist mein absolutes Lieblingsmärchen gewesen. Und da hat mich interessiert, wie hat der Wolf das gesagt? Und der Wolf, mit der Pfote, da hat der Schauspieler hat das ein bisschen höher gesagt als der andere. Und meine liebe Mutter. Und so. Und das hat mich immer fasziniert. Also eigentlich, ja, immer schauspielerisch interessiert. Ich bin jetzt mäßig begabt, ich spreche leidlich gut Englisch, Französisch geht auch, Italienisch geht nur mit Händen und Füßen. Aber also ich bin rein sprachlich nicht so wahnsinnig begabt, aber ich bin furchtbar neugierig. Und ich höre genau zu. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Begabung. Das ist eine tolle Begabung. So, mir ist so ähnlich gegangen wie dir, aber nur ich habe halt nicht verschiedene Schauspieler bei denselben Rollen oder Texten gehört, sondern ich habe unterschiedliche Musiker gehört, dieselben Musikstücke jetzt zu interpretieren oder dieselben Titel aufzunehmen oder zu covern. Was hörst denn du gern, was tät man als erstes jetzt hören? Wow, was darf denn jetzt passen? Jetzt habe ich gerade kein Wolf und die 7 Geißlein dabei. was bei mir immer geht eigentlich, ist Ella Fitzgerald. Und was ich besonders gerne habe, ist die Lorelei von Gershwin. Na, dann hören wir es uns einmal an. So Max, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, du hast an der Josefstadt gespielt. Was ist denn der Unterschied für dich vom Theater zum Film? Das sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Dinge, nicht? Wenn du es im Theater gespielt hast, dann hast du nicht um 5:30 in der Früh aufstehen müssen. Ja, das ist ein großer Vorteil. Was ist der große Unterschied Theater und Drehen? Ich
glaube, und ich glaube, das war tatsächlich meine Hauptmotivation, warum ich das unbedingt machen wollte. Ich habe irgendwo bemerkt, da ist aber die Josefstadt jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber ich habe woanders auch gespielt. Dieses wochenlange Diskutieren über irgendwelche Sätze und sich oft nur im Kreis drehen und dann gibt's Befindlichkeiten unter Kollegen mit Regisseuren und jeder will irgendwie so seine Stellung halt irgendwie zementieren. Und wenn sich das, wenn Probenzeiten, 5, 6, 7, 8 Wochen oft dauern, das war mir zu blöd. Das war mir dann irgendwann wirklich, habe ich gesagt, na, und dann wird so viel geredet über das Kaisersport und das war mir dann einfach, weiß ich nicht. Ich glaube, ein Stück wird nicht besser, wenn man es totreitet oder in den aller seltensten Fällen. Es gibt wirklich sicher Momente, wo man sagt, ja, also da müssen wir wirklich nochmal schauen, wo es ist und das muss natürlich sorgfältig geprobt werden. Aber irgendwann hat man, glaube ich, auch sein Pulver verschossen, sein Kreatives für diesen Zeitraum eben und dann ist auch Schluss. Dann hat man dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Und was mir beim Drehen immer gefallen hat, war, dass, sagen wir mal, wenn man Fernsehen jetzt hernimmt und wenn man Serie hernimmt und wenn man eine Serie, wo viele Folgen gedreht werden, kannst du rechnen, eine Szene von einer Minute Fernsehen ist von Arbeitsaufwand am Set 1 bis 2 Stunden. Das glaubt auch niemand, aber es ist tatsächlich so viel. Also wenn Licht aufgebaut wird, wenn wir uns treffen und miteinander eine Leseprobe machen und jeder sagt so, bitte an der Stelle würde ich gern so, dann sagt die Kollegin, ja bitte, dann kennt aber ihr den Satz früher. Also ganz normale Schauspielerproben und Maske und abgedreht in alle Richtungen und so, kannst du ungefähr rechnen am Set 1 bis 2 Stunden. Das ist aus Schauspielersicht eine gute Sache, weil es ist dann abgeschlossen. Und du kannst sagen, ja, das war's jetzt. Es wird für diesen Fall aber nicht besser. Gelegentlich wünscht man sich vielleicht doch 2 bis 3 Proben mehr, dass man sich ein bisschen mehr auskennt. Was kommt an der Stelle, was nehme ich, was für ein Requisit? Aber das ist auch eine gewisse Art von Routine, von guter Routine. Also für die Rosenheim-Cops ist es ungefähr ein Richtwert, 1 Minute zu 1 bis 2 Stunden. Kannst du dich auch einbringen, was Text oder so angeht? Definitiv, das wird auch erwartet und gewünscht. Also weil natürlich, das sind ja, gerade sage ich mal, das betrifft uns alle. Es ist ja letzten Endes Komödie, was wir spielen. Ja, ja, der Krimi muss seriös erzählt werden und genau, aber der Mord ist eigentlich wurscht. Und das wird eigentlich erwartet, diese Art von sprachlicher Kreativität und von Humor einfach, dass wir da selber auch irgendwie aktiv werden. Also die Drehbücher kommen teilweise in Hochdeutsch, auch für die Dialektrollen. Und so geht's einmal los. Ja, neulich habe ich gedacht, das darf jetzt nicht sein. 23 Jahre spiele ich diese Rolle, ja, und da sagt mich im Moor allen Ernstes, ach herrje, ich muss ja noch zur KTU. Aber ich sage, na, jetzt bin ich beleidigt. Das darf ich. Das passiert natürlich so. Aber um die Frage zu beantworten, das ist genau das, was mir dran gefällt. Dass du wirklich irgendwann einmal hast du dem nichts mehr hinzuzufügen und du hast keine Zeit für irgendwelche Befindlichkeiten und für irgendeinen Schmarrn. Du musst es dann allerdings ähnlich wie einen Brief, musst du das, was du jetzt von dir gegeben hast, musst du abgeben, aufgeben, um beim Brief zu bleiben. Und dann hast du nichts mehr damit zu tun. Du bist beim Schnitt nie dabei, du bist bei der Farbmischung nicht dabei, du bist beim Licht checken nicht mehr dabei, gar nichts. Und oft ja, werden da auch Dinge rausgeschnitten, auf die man besonders stolz ist oder die man besonders liebt. Sagt, mein Gott, das ist doch richtig toll, was mir da eingefallen ist. Naja, aus irgendeinem Grund wird es aber geschnitten. Entweder weil es nicht gefallen hat oder weil die Szene sonst zu lang würde und so. Aber von Schauspielerseite ist, um das bayerisch zu sagen, der Kasbissen. Ich habe ja irgendwann einmal einen Film gesehen, wo du auch gesungen hast und da war ich sehr überrascht, wie ich das singen gehört habe. Da habe ich eigentlich damals geglaubt, dass das ein Playback wäre. Mein eigenes, ja. Das war dein eigenes Playback. Ja, genau. Das war die erste Folge von den Toten von Salzburg und da wurde in der Agentur angerufen, ob sie einen Schauspieler hätten, der lippensynchron klassische Musik singen kann. Ne? Und dann und die Frau Rehling, meine Agentin für mittlerweile über 30 Jahre tatsächlich, hat gesagt, na bitte, wir haben einen Opernsänger ausgebildeten. Also was? Das ist ja irgendwie spannend. Und dann habe ich mit dem Erhard Rilsberger telefoniert und habe gesagt, bitte, worum geht's denn? Welche Oper?
dann haben sie, weil natürlich, was weiß ich, fliegenden Holländer, das geht nicht. Ne? Lass mal aus. Und dann hieß es, Entführung aus dem Sarai, habe ich gesagt, ja, wunderbar, ich kenne jeden Ton, aber das wird nichts, weil ich bin weder ein Bass für einen Osmin, noch bin ich einer von den zwei Tenöre. Ich bin halt wirklich ein lyrischer. Naja, was machen wir? Habe ich gesagt, ich muss das leider absagen, ich kann es nicht annehmen. Ach, das ist aber schade. Na, da findet man doch eine Lösung. Da habe ich gesagt, wer nichts taugt, ist leicht verführt. Dann habe ich gesagt, um welches Stück geht es denn in der Entführung? Ja, ein kleines Stück aus der ersten Belmonte-Arie. Da habe ich gesagt, das ist wirklich wahnsinnig unbequem für den Tenor und für mich schon gar. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, und dann? Und dann Schlussduett mit der Konstanze. Und nachdem ich relativ, wirklich ein hoher Bariton bin, das geht maximal bis zum hohen G für die Baritone. Also ja, das könnte ich eigentlich schaffen, weil er singt eigentlich immer zweite Stimme in diesem, sag ich mal, böse, in diesem Maria Zeller-Terzen mit der Konstanze am Schluss. Also, okay, ja, wollen wir es probieren? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, bitte, wir nehmen es auf, sogar mit dem Mozarteum-Orchester. Na, und dann bin ich hin, dann haben sich natürlich voll umgedreht und gesagt, bitte, was machst denn du da? Ist ja Belmonte-Singer. Ja, und das Duett ist teilweise wirklich sehr hübsch geworden. Also da habe ich mich selber gewundert, aber oft kann ich das nicht. Aber damit haben wir natürlich schon was von dir aufgedeckt, was viele nicht wissen. Du bist ein studierter Bariton. Der Walter Berry war, glaube ich, einer deiner Lehrer. Genau. Ich bin nach Wien, also 1984 im Oktober, und wollte eigentlich Opernsänger werden und habe Ausnahmsprüfung in der Hochschule für Musik und darstellende Kunst habe ich geschafft, war natürlich wahnsinnig stolz und was heißt stolz, was hat ihr mich gefreut einfach, ne? Und in der Jury war halt, was passiert, der Otto Edelmann ist drin gesessen, die Rita Streich ist drin gesessen, also waren wirklich zwei meiner absoluten Heroes, also das ist, soll ich sagen, das waren meine Elvisse, und der Berry sowieso, aber den habe ich damals nicht persönlich gekannt. Naja, und dann habe ich, bin als letzter fünf Uhr Nachmittag dran gekommen. Um 9 in der Früh war ich bestellt. Und ja, das war schon spannend. Und ich war aber sowas von entspannt. Warum? Weil ich wirklich tollen Unterricht hatte ein Jahr lang in Klagenfurt bei einer Studienkollegin von der Lisa de la Casa. Und diese Dame hieß Charlotte Grubenmann und war eine wirklich fantastische Gesangslehrerin. Und alles, was ich kennen habe, und ich konnte wirklich viel. Also ich konnte hoch und tief, laut, leise, Koloraturen, das war nicht sein Problem. Das habe ich alles in der Hochschule in der Folge dann leider durch schlechten Unterricht verlernt. Hm. Das war dann auf einmal Hänschenklein, war schon ein Problem. Und da habe ich gesagt, das ist irgendwie nicht so schön. Hat mich dann einige Jahre gekostet, bis die Stimme wieder da war, wo sie mit 19 war. Und dazu kam noch was anderes. Ich habe nach einem halben Jahr Studium gemerkt, na, also ohne Sprechtheater und ohne Schauspiel bin ich es nicht. Und das ist mir also genauso wichtig, wie einen gescheiten Ton zu produzieren oder halt Musik zu machen mit der Stimme. Und dann habe ich meiner Sprechlehrerin, die Ariane Kalix, habe ich gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich würde irgendwie ein Schauspieler werden. Und damals habe ich gerade Malerlieder eines fahrenden Gesellen gesungen und da kommt da das glühende Messer in meiner Brust vor. Und da habe ich gesagt, naja, lies mir halt was vor. Ne? Oh, da habe ich mir eine getickert. Oh, das glühende Messer. Ich lege auf der schwarzen Bar. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist schon eindeutig, dass da eine Begabung da ist. Und dann hat sie mir ungefähr ein Jahr Unterricht gegeben. Und dann ging tatsächlich so mit Anfang 20 eigentlich schon mein Beruf los. Und das war sehr schön. Und mittlerweile bin ich 35 Jahre im Geschäft. Und das ging halt so eindeutig einfach in Richtung Sprechtheater. Und es ist gut so. Aber trotzdem war es mir wichtig, meine Stimme wieder zu reparieren. Und dann bin ich wieder zur Frau Grubenmann zurück nach Klagenfurt. Bin zweimal die Woche nach Klagenfurt gefahren von Wien. Da war ich schon in der Josefstadt. Und nachdem der Körper das schon einmal gelernt gehabt hat, wie das halt sind ja alles Muskeln. Ja. Und es ist so, als wenn ich sage, also, Entschuldigung, ist noch wichtig, man wollte mich wirklich zum Tenor machen.
Ja, und es ist so, wenn ich mit meiner Statur sage, ich werde Schwergewichtsboxer, das kann einfach nicht gehen. Du kannst eine Stimmlage nicht verändern. Jeder Mensch hat einfach seine Stimmlage, wo die Stimme optimal funktioniert, wo sie laut genug ist, wo sie flexibel genug ist, wo sie auch schön genug ist. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das habe ich dann irgendwie wieder gefunden. Und dann hat die Lotte hat gesagt, naja, es wäre jetzt eigentlich gut, wenn dass du mit jemandem arbeitest, der voll Oper gemacht hat. Ich kann da technisch einiges zeigen, aber ich bin keine Opernsängerin gewesen. Naja, und dann habe ich eben gehört, der Barry gibt Unterricht und der Barry war für mich, mein Gott, das war wirklich, ich habe schon einmal gesagt, die Elvisse, aber der Barry war für mich, oder ist es wirklich der Ober-Elvis. Also ich habe ihn also das erste Mal gehört, da war ich 9, eine wunderbare Studioproduktion, Boskowski dirigiert, von der Fledermaus. Und das waren halt die damaligen Superstars, also die Damen waren Anneliese Rothenberger und Renate Holm und die Brigitte Fassbender und die Herren waren der Gerhard Fischer-Dieska und eben der Barry als Gefängnisdirektor. Und also es geht nicht schöner eigentlich. Und da habe ich gesagt, bitte, wer ist denn das? Das ist so toll, du verstehst jedes Wort und die Stimme ist so blühend einfach so. Und da habe ich mir ganz viel von Barry eben angehört, von, mein Gott, Matthäus Passion und Wiener Liedern und natürlich bis zum Barack in Frauen im Schatten und so. Also, und das war Wotzig natürlich. Und das war so faszinierend, wie wirklich eine Stimme so viel können kann. Ja, da gebe ich dir schon recht. Allerdings, ich als geborener Wiener bin mit den Wienerlied-Interpretationen von Walter Berry nicht glücklich. Wieso? Das klingt für mich, wie wenn ein Opernsänger Wienerlieder singt. Na ja, ist ja nicht ganz falsch. Na, horchen wir uns an, oder? Ja, Wienerlied? Von Walter Berry, ja. Ja, gern. Na? Na? Heute noch in Erinnerung, als ob's gestern. Jetzt ist mir noch eingefallen, wenn du am Film bist und nicht im Theater, geht dir der Applaus nicht ab, der direkte Kontakt mit dem Publikum, weil du bist doch ein sehr am Boden gebliebener Mensch, denn das, glaube ich, gut tut, wenn er auch die direkte Reaktion des Publikums mitkriegt, oder? Ja, das ist schon sehr schön. Und ich habe ja Gelegenheiten dazu. Also ich mache im Jahr ungefähr so 20 bis 30 Live-Auftritte und das meiste sind meine eigenen Programme. Die sind so bunt gemischt. Das geht also von Mozart-Lieder, Mozart-Briefe, ähnliches Schubert-Programm habe ich auch, dann ein lustiges Programm mit und über Tiere und ein Wiener Programm, ein Kärnten-Programm mit einem Jazzpianisten, mit Ton Schweinig, dann ein Weihnachtsprogramm mit einer Harfenistin zusammen. Also es gibt schon Live-Auftritte auch. Und seit ungefähr 10 Jahren darf ich doch so jedes zweite Jahr ungefähr die Neujahrskonzerte von den Münchner Symphonikern moderieren. Da schon. Ja, das ist super. Und das ist auch Gelegenheit, dass ich dann wieder mal mit Orchester singe. Und das macht mir sehr viel Freude. Ich habe dich ja vor einiger Zeit gesehen in Reiding, im Liszt-Zentrum, da hast du auch moderiert. Da hast du mit deinen Studienfreunden, mit den Gebrüdern Kutrowatz, mir hat der Edi erzählt, dass ihr Studienfreunde wart, das habe ich nicht gewusst. Da hast du Camille Saint-Saëns vorgetragen. Mhm. Sind die Texte original oder sind die im Nachhinein zur Musik dazu geschrieben worden? Nein, die sind von Loriot. Also Vico von Bülow. Ah, wirklich? Ja, das ist eine eigene Fassung für einen Karneval der Tiere von Saint-Saëns und der Loriot, ist so ganz frech Loriot, von dem sind die Zwischentexte und das ist so nett, weil es ist eigentlich wie ein, ich sage immer wie der Opernball. Also, und der Lugner ist der Löwe. Und dann geht's. Entschuldigung, der Herr Lugner natürlich. Und das geht halt dann bis zu eine nicht mehr ganz junge Waldameise. Und das ist wirklich eine entzückende Fassung vom Karneval der Tiere, wo ich gar nicht einmal so sicher war, ob das wirklich so lustig ist eigentlich, wie ich es das erste Mal gelesen habe. Dann habe ich es das erste Mal mit Publikum gemacht, vor 2 Jahren das erste Mal, in Reiding auch und jetzt halt wieder.
Das kommt richtig gut an. Die Leute mögen das. Ja. Und das sind so unterschiedliche Farben, die man da eben hineinbringen kann. Was weiß ich, es ist ein auffällig nackter Mehlwurm, kommt vor. Und der auffällig nackte Mehlwurm, das ist so ein richtiger Wiener. Und der liebt das Schildkrötenballett. Und sie kommen, schaut, wie taktvoll sie die Haxel heben. Und das ist insofern bemerkenswert, weil dieses Schildkrötenballett ist eigentlich von Saint-Saëns eine Persiflage auf den Offenbach-Cancan. Ja, und das Ganze in Zeitlupe. Und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt. Das ist, weiß ich, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber bam, 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 oh, bist du deppert. Das darf ja nicht wahr sein, das ist wirklich der Cancan. Aber einen Kärntner hast du auch dabei. Ja, das ist der Biber. Und der sagt halt an, dass das Fossilienquartett nicht auftreten kann, infolge des doch sehr fortgeschrittenen Alters der Mitwirkenden. Und solche Sachen. Und das ist mir eingefallen, also es wird einmal so spontan applaudiert. Und da heißt, warte, bravo, applaudierten alle Säugetiere, aber auch die Fische, die Vögel und Insekten. So, aber ich sage, ne gut, die sagen da nicht alle blöd, bravo. Also ich sage, bravo, applaudierten alle Säugetiere, aber auch alle Fische, bravo. Und die Vögel, bravo. Und Insekten. Das war überhaupt der Brüller des Abends, glaube ich, ja. Du sag, wenn du deine eigenen Programme machst, liest du auch aus deinem eigenen Buch, nehme ich an? Naja, also nicht wirklich als abendfüllendes Programm, aber jetzt, mein Buch ist gerade erschienen. Was ich dir noch sagen wollte. Jawohl, genau. Ungeschriebene Briefe. Und da gab es eine kleine Büchertour in drei verschiedenen Buchhandlungen in Klagenfurt, in Innsbruck und in München. Worum geht's in dem Buch? Naja, also ungeschriebene Briefe in dem Sinn. Das war eigentlich eine Radiosendung für Radio Kärnten. Bin ich gefragt worden, ob ich Lust hätte, am Karfreitag eine Sendung zu gestalten, quasi mit diesem Motto, was ich dir noch sagen wollte. Und das war aber karfreitagmäßig so angedacht, quasi, dass jemand gestorben ist, dem man halt etwas nicht mehr sagen konnte, was man unter Umständen gern gesagt hätte oder noch gern sagen würde. Ich habe da eben so nachgedacht, da habe ich gesagt, naja, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man etwas nicht sagt. Also der Tod ist natürlich ein sehr schwerwiegender Grund. Aber es kann auch sein, dass man einfach zu feig ist oder dass man nicht die richtigen Worte findet oder so etwas. Oder dass man sagt, das war halt nicht der richtige Zeitpunkt, aber den gibt es ja eh nie, wenn man zu feig ist. Und daraus wurde eine Radiosendung mit tatsächlich 8 Briefen an unterschiedlichste Menschen. Und es war dann halt ein bisschen so abwechselnd mit klassischer Musik, unterschiedlichster Art. Und während der Sendung ist oft angerufen worden und sagt, bitte, wo gibt's denn das Buch zu kaufen? Und da musste man immer sagen, nein, das gibt's nicht, das gibt's nur in meinem Kopf und in meinem Tablet. Und dann habe ich, ja, da sind doch 4 Jahre schon vergangen und die haben gesagt, ach komm, das ist so ein hübsches Projekt, mach doch draus wirklich ein Buch. Und jetzt sind es mittlerweile 12 Briefe, teilweise an Menschen, die gestorben sind leider. Und aber auch wirklich 8 davon sind schönerweise noch am Leben. Und das Unterschiedlichste ist, also wirklich meiner Lateinprofessorin habe ich was geschrieben, dann dem Josef Hannesschläger habe ich einen Brief geschrieben, dann einer Journalistin, die mir vor laufender Mikrofon-Live-Sendung gesagt hat, na quasi, der Hitler war ja auch ein Österreicher und so, also so. Es ist sehr, sehr unangenehm gewesen. Was sagst du auf so einen Blödsinn? Ich habe das auch oft gehört, wie in Deutschland gelebt habe. Ich habe dann drauf gesagt, ja, aber bei uns ist er von der Uni geflogen. Wir haben ihn nicht einmal auf die Schule aufgenommen und Karriere hat er in Deutschland gemacht. Ne? Ja, gute Antwort. Das ist mir nicht eingefallen. Aber was mir einfallen hätte können, war tatsächlich mein Großpapa, der Kärntner, der war tatsächlich 2 Jahre in Dachau interniert, weil er gesagt hat, ich bin euch nichts schuldig. So, das hat im Großteil gesagt und das hat schon gereicht. Also ich glaube, mein Opa hätte sicher nicht gesagt, er war einer von uns. Ja. Ja, und der letzte Brief, um ein bisschen positiver zu enden, und der letzte Brief ist an meine Stimme. Da hat sich immer gedacht, also eben 12 Briefe und dann immer gedacht, bitte wer hat denn quasi das Schlusswort? Oder an wen ist das Schlusswort gerichtet? Und da habe ich zuerst gedacht, nur vielleicht an Michi Mohr oder so quasi Motto, du holde Kunst oder so. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach an meine Stimme, die mir schon 57 Jahre so
lieb begleitet hat. Haben wir ein musikalisches Beispiel von deiner Stimme, das wir jetzt spielen könnten? Ja, aber ganz was Lustiges hätte ich da anzubieten. Und zwar, wir hatten in der Schule ein Vokalensemble, so, da waren wir 15, 16 und ich konnte damals noch relativ gut Sopran singen. Ich war überhaupt so ein bisschen ein Wunderkind. Ich habe die Königin der Nacht zum Beispiel singen können. Also ganz wilde Sachen. Und das war der Abgesang dieser Sopranzeit. Und maturiert habe ich mit der Don Giovanni Canzonetta übrigens. Die habe ich aber noch nicht aufgenommen. Aber es gibt wirklich ein Madrigal von Dowland. Und davon gibt es eine sehr schöne Aufnahme mit dem Dietmar Pickel, das war unser Musiklehrer, als Bass. Dann Sonja Kandolf und Irmina Böschl als Altistinnen. Und Werner Ebenberger als Tenor und der Maxi Müller als Sopran. So, jetzt haben wir einen ganz jungen Max Müller gehört als Sopran. Wenn man mit dir so redet, hat man das Gefühl, du bist immer noch der junge Max Müller. Wie hast du dir das bewahrt? Heute habe ich einen guten Tag. Nix. Ich bin ja aus einem Geschäft. Also die Mama hat über 33 Jahre lang ein Geschäft gehabt, direkt beim Landeskrankenhaus in Klagenfurt. Und da war ich natürlich über 6 Jahre alt, wie sie es aufgesperrt hat. Und halt in meiner ganzen Schulzeit und so habe ich natürlich da mitgeholfen, das war klar. Und nachdem das beim Krankenhaus war, habe ich natürlich ganz viel mitgekriegt, was Menschen so bewegt in so einer doch nicht so einfachen Situation. Wenn du ins Spital kommst, das ist für niemanden schön. Und da waren so alle möglichen Menschen dabei. Also da Leute, die gerade eine schreckliche Diagnose gekriegt haben oder werdende Väter, die aufgeregter waren als die werdenden Mütter meistens oder natürlich viel Krankenhauspersonal von Ärzten bis zu Assistenten in welcher Form auch immer. Auf jeden Fall war bei uns immer recht viel los und es waren die unterschiedlichsten Menschen da. Und wirklich beide Eltern haben mir etwas mitgegeben, was ich wirklich für menschliches Zusammenleben in welcher Form auch immer, egal wie es uns geht, ob jetzt alles glatt rennt oder vielleicht nicht so glatt wie die letzten 2-3 Jahre und vieles, was uns auch Sorgen macht, Kriege, Energie, Geld, also was halt immer uns bewegt und was uns ja zum Teil auch Angst macht, einfach Zukunftsängste. Mir kommt halt einfach vor, wir Menschen haben, und das habe ich wirklich über so viele Jahre einfach beobachten können, menschlicher Zusammenhalt und menschliches Verständnis für die Sorgen und Nöte von jemand anderen ist eine Wunderwaffe gegen ganz viele Dinge, die uns eben Sorgen machen. Wenn man zusammensteht und wenn man einander hilft, wo man kann. Und Hilfe kann schon sein, dass man einfach freundlich zueinander ist und nicht wegschaut. Oder auf der Straße jemanden vielleicht den Vortritt lässt oder jemanden die Tür aufhaltet. Oder einfach nicht zurückgrüßt oder vielleicht einmal als Erster grüßt. Ist auch nicht so schlimm. Dieses Signalisieren, dass man den anderen Menschen wahrnimmt und respektiert, das ist für mich wirklich ein Wundermittel gegen vieles, was nicht so schön ist auf der Welt. Und das ist so einfach. Ja, eigentlich ist es so einfach, ja. Ich glaube, da sagen wir jetzt gar nichts mehr hinten nach, weil das ist schon ein wunderbarer Schlusssatz, der einerseits dich selbst sehr schön charakterisiert und andererseits uns allen was zum Nachdenken für die nächsten Minuten gibt, wo wir deine Musik hören. Was täten wir noch hören? Was meinst du denn? Boah, was habe ich denn gern? Es gibt eine wahnsinnig schöne Aufnahme vom Klavierkonzert von Johann Sebastian Bach in, glaube ich, in C-Dur. Aber bitte jetzt keine Werkzahl und keine Opuszahl fragen. Jedenfalls die Aufnahme ist mit der großartigen Clara Haskell und Gesa Ander am anderen Klavier. Und ich glaube, Alceo Galliera ist der Dirigent, London Symphony.
Und den ersten Satz liebe ich wirklich sehr. Dann möchte ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, an dieser Stelle verabschieden. Sag danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Wünsche gute Unterhaltung mit der Lieblingsmusik von Max Müller und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und dir wünsche ich toi 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 für Staffel 24 und für alles, was du uns noch sagen wolltest. Danke schon, dass ich was sagen dürfte. Dankeschön. Das war eine weitere Ausgabe der Sendung mit Künstlern auf Du und Du. Wir freuen uns, wenn sie Ihnen gefallen hat und Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Oder wenn Sie auf YouTube einzelne Sendungen nachhören wollen. Das Angebot ist reichlich. Einfach YouTube mit Künstlern auf Du und Du, Gerhard Blabol, eingeben. Schon sind Sie da. Dankeschön, auf Wiederhören.